Blatt 4, H15 und H16, die wunderbare Welt der Dreiecksmatrizen. Wenn man mal zurückscrollt und meine auf themamatte.de gepostete Lösung von H15 durchgeht, dann wird es vielleicht bei dieser Aufgabe noch halbwegs möglich sein, die geforderten Rechenschritte anhand meiner Dokumentation nachzuempfinden, wenn man sie sehr, sehr aufmerksam liest. Bei H16 könnte es aber schon sein, dass man dann irgendwann die Nerven verliert und sich fragt, was geht in den Aufgabenstellern vor. Ja, der Mathematiker freut sich über solche Sachen und versucht sie jetzt ein bisschen unters Volk zu bringen. Die Aufgabe H16 verlangt von uns die Aussage Nummer n, habe ich sie einfach mal getauft, nachzuweisen. Das ist die Gleichheit der zwei hier umrahmten Mengen. Die eine Menge, die andere Menge. Die eine sieht ja noch halbwegs harmlos aus, die andere nicht mehr so sehr. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, ist es immer ganz sinnvoll, erstmal die Aussage mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 anzugeben. Und dazu ist es vielleicht noch besser, ganz am Anfang der Geschichte sich die Struktur von diesen unipotenten unteren Dreiecksmatrizen vorab klar zu machen. Darauf gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Ich habe einfach hier für n gleich 1, 2, 3 und 4 die Bauart von diesen unipotenten Dingern notiert. Das ist aber nicht Teil der Lösung, ist aber hilfreich für die Lösung. Wenn ich jetzt also Aussage Nummer 1 hinschreiben möchte, dann wähle ich die Matrix A in dieser Form, notiere sie dort, wo gerade eben A stand. Und da ich jetzt im Eindimensionalen bin, notiere ich für x einen eindimensionalen Vektor, nämlich x1. Ebenso bei b, eindimensional gesehen, ist es einfach b1. Und dann steht hier 1 mal x1 gleich b1, das ist genauso wie x1 gleich b1. Das heißt, Aussage 1 ist ziemlich super richtig. Aussage Nummer 2 und Nummer 3 hinzuschreiben, ist nicht Teil der Lösung, ist nicht notwendig, aber man kann sich dadurch ein Bild von der Lage verschaffen und vielleicht auch den Übergang von Aussage Nummer n auf Aussage Nummer n plus 1, also das Wesentliche, den wesentlichen Kern der vollständigen Induktion, besser in den Griff bekommen. Aussage Nummer 2, da nehme ich von oben die Matrix dieser Bauart. Bei Aussage Nummer 3 wird die Bauart übernommen, aber im Dreidimensionalen angesiedelt sein. Und ebenso wie gerade eben multipliziere ich jetzt mit Vektoren, die aus dem Zweidimensionalen, nun Vektoren, die aus dem Dreidimensionalen stammen. Und schreibe das Ganze zur Erläuterung noch ein bisschen ausführlicher hin. Das heißt, ich multipliziere diese zwei Matrizen miteinander aus, indem ich 1 mal x1 plus 0 mal x2 und zweite Zeile a21 mal x1 plus 1 mal x2 notiere. Die eben genannten Dinge stehen hier in der ersten Zeile bzw. in der zweiten Zeile. Die erste Zeile ist inhaltlich genauso gut wie dieses hier. Und die zweite Zeile ist inhaltlich genauso gut wie dieses hier. Auch Aussage Nummer 2 lässt sich dann relativ flink auf Korrektheit überprüfen. Und das ist auch nicht anders bei Aussage Nummer 3. Wenn man sich jetzt Aussage Nummer 3 noch einmal genauer anguckt, stellt man aber fest, dass dieser Teil kombiniert mit diesem Teil und jenem Teil exakt die Dinge sind, die in Aussage Nummer 2 bereits stehen. Das heißt, der Unterschied von Aussage Nummer 2 zu Aussage Nummer 3 ist einfach nur der, dass eine weitere Zeile und Spalte bei dieser Matrix hinzukommt und hier weitere Zeilen hinzukommen. Das, was hinzukommt, ist diese Aussage, diese Information. Diese Information auf der rechten Seite der zu beweisenden Gleichung und auch auf der linken Seite der zu beweisenden Gleichung, wenn man eben diese Zeile mit diesem Vektor multipliziert, gleich b3 setzt, kommt exakt das raus, was hier steht. Der Rest ist schon aus Aussage Nummer 2 bekannt. In Aussage Nummer 3 kommt also nur das eben erwähnte noch hinzu. Ebenso ist es bei Aussage Nummer n plus 1.
Wenn man diese genauer hinschreibt, sehr ausführlich habe ich das hier getan, die PDF-Datei ist auf themamatte.de zu finden. Wenn man das ausführlich hinschreibt, stellt man ebenfalls fest, dass dieser gesamte Klumpatsch, der hier steht, im Wesentlichen der Inhalt von Aussage Nummer N ist. Wenn man mal eben die Sache so manipuliert, dass man das N plus 1 wieder durch N ersetzt, das mache ich hier mal an den fraglichen Stellen, und die geschweifte Klammer hier bereits schließt, diesen Teil weglässt, diesen Teil und diesen Teil einfach nicht mitliest, dann steht jetzt hier genau die Aussage Nummer N. Das, was hier umrahmt ist, ist Aussage Nummer N. Aussage Nummer N plus 1 umfasst also nichts anderes als zusätzlich die Zeile, die ich hier unten durchgestrichen habe. Dieser Teil kommt hinzu und der steckt aber wiederum in der letzten Zeile und letzten Spalte der Matrix A in Aussage Nummer N plus 1 mit drin. Ja, das Ganze jetzt ausführlich hinzuschreiben, ufert irgendwann aus, aber so hat man vielleicht wenigstens den Kern der Sache verstanden, dass die Hinzunahme von einer Zeile kombiniert mit diesem Vektor diese Zeile liefert und diese Hinzunahme letztlich hier auch dokumentiert ist. Und im Wesentlichen hat man damit den Schritt von Aussage Nummer N auf Aussage Nummer N plus 1 verstanden.